Ich lebe zwar, aber wer ist denn jetzt wirklich meine Mutter gewesen? Wie sah sie aus? Wie sah mein Vater aus? Wie sah meine Halbschwester aus, die ich nie gesehen habe? Mein Name ist Björn Thiele. Ich bin ja in Berlin geboren. Und der Film geht über die Suche nach meiner Familie. Moin. Morgen. Also ich kann ja auch nichts für meine Behinderung. Das ist ja alles nur zustande gekommen, weil meine Mutter halt während der Schwangerschaft getrunken hat. Mein Gehirn ist dadurch nicht ausgebildet, sag ich mal. Also wie bei normalen Leuten, sag ich mal in Anführungsstrichen. Das hört sich immer blöd an, aber es ist so. Das ist der abgebrannte Michel da hinten. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Zum Glück kenne ich mich ja aus und kann auch lesen. Und dadurch kann ich Ihnen ja sagen, hier sind wir verkehrt oder richtig. Das ist Reeperbahn pur. Mann, war die hübsch, meine Herren. Mann, war die hübsch. Sind Sie Privatdetektiv? Nein. Ja, so, okay, danke. Ich bin halt als Säugling hier weggenommen worden. Okay. Thiele. Was? Thiele. Nicht alle. Oh, okay, okay, stopp. Johann, Johann. Ich verzieh mich mal lieber, bevor die Polizei hier auftaucht. Wir suchen einen Herr Krakau. Ah, hallo. Hier ist richtig. Ich bin Bernd. Ja. Hallo. Die ist für Sie. Haben die auch einen Fernseher auf dem Zimmer? Ja, kostet aber, glaube ich, zusätzlich. Ja, das Geld haben wir. Daran soll es nicht mangeln. Aber für eine Nacht würde ich darauf verzichten. Okay, so geizig bist du. Nein, bin ich nicht.